Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Civilization Beyond Earth. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich kann es euch sagen, wir haben den Südamerikaner ausradiert, ja. Die beiden Städte hier, Manoel und Dorado, werden abgefackelt. Die Hauptstadt muss ich natürlich behalten, da sie wichtig ist für den Gesamtsieg am Ende. Und ja, der Afrikaner, nach jahrelanger Freundschaft hasst er mich, ja, nur weil ich den Südamerikaner fertig gemacht habe. Die Amerikaner, sie hassen uns ebenfalls, da wir hier die Geisterblume bauen. Und ja, die Organik ist gleich fertig. Wir wollen natürlich unsere Affinität noch weiter erhöhen. Im Prinzip ist es uns egal, was die anderen Leute von uns denken, denn unser großes Ziel ist natürlich hier, eins zu werden mit diesem wunderschönen Planeten. Und ja, das ist unser Ziel. Das steht und da wird uns hoffentlich keiner einen Strich durch die Rechnung machen. So, ansonsten sind wir ein friedliches Volk, eigentlich. Und ja, sie verdammt uns nochmal. Gut, daran habe ich mich schon gewöhnt, dass sie alle den Finger erheben. Hier ist etwa. Das Leben an sich ist ein Abschreibungswert. Die Organik haben wir damit vollendet. Wir dürfen in Dorado eine neue Produktion wählen. Ich will hier eh nichts produzieren, deswegen geh du mal hier auf Wissenschaft, nee, auf Kultur meinetwegen. Bringt aber eh nichts. Und diese Stadt hier ist endlich weg. Endlich ist hier Ruhe im Puff. Und ja, die Citadella, die muss trotzdem weiterhin bestehen bleiben. Hier wäre übrigens die Geothermie. Warte mal. Nee, statt als Marionette belassen. Ich will mit denen nichts zu tun haben, die sollen ihr eigenes Ding machen. So, wir hatten aber die Dingens erforscht und wir müssten jetzt, Moment, irgendwie hier, genau, bei den Fotosystemen nur fünf Runden, dann können wir die Affinität noch einmal um 25 Punkte steigern. Das gibt auf jeden Fall nochmal das Level Up zu Stufe 16. Darauf freue ich mich. Und ja, der Sonnenkollektor kann dann gebaut werden. Das machen wir auf jeden Fall. Zurück zur Karte. Und wir haben hier wieder ein paar Veteranen. Stati? Status? Nein, Stati wahrscheinlich, oder? Die wir vergeben können. So, du kannst ja einfach mal übers Wasser fahren. Das ist dir ja möglich. Ja, genauso wie du. Du kannst auch erstmal hier... Wir hauen dir erstmal ab. Wir ziehen uns zurück. Ja, ja, die Einheit muss geheilt werden. Die verschanzt sich dann so lange. Unsere Einheiten werden jetzt aber trotzdem alle so Richtung Heimat zurückkehren. Einfach nur, damit wir hier notfalls... Ah ja, er sollte nochmal hier etwas auf die Dingens bauen. Nur notfalls, falls die Leute sich doch nochmal überlegen, jetzt gegen uns in den Krieg zu ziehen. Was ich natürlich nicht hoffe, was sie machen. Ich hoffe mal, dass sie da intelligent genug sind, um davon abzusehen, gegen uns Krieg zu führen. Aber, ja. So wie die momentan alle drauf sind und mich alle so rumhaten, kann ich da leider für nichts garantieren. Es könnte sein, dass sie uns demnächst angreifen werden. Wir haben einen untätigen Geheimagenten. Ja. Er könnte natürlich hier einfach in den Dingens bleiben, weil wir Produktion für die Wunder dadurch bekommen. Oder wir schicken den irgendwo hin, aber... Die Leute möchte ich eigentlich nicht ausspionieren. Citadella könnte noch einen gebrauchen. Ist mir aber auch egal, was in der Citadella passiert. Die Stadt will ich gar nicht so gerne haben. Ah, das Netzwerk in Central ist auch fertig, sehe ich gerade. Das bedeutet, wir könnten hier jetzt auf jeden Fall eine neue Operation wählen. Und zwar entweder könnten wir Energie abschöpfen. Das würde 900 Energie bringen. Oder wir stehlen eine Technologie. Ich glaube, das bringt mehr. Einfach mal eine Technologie stehlen. Das klingt für mich auf jeden Fall nach Spaß. Ey, was ist hier los? Danke. Texturen bitte laden. Ja, nächste Runde. Ah, Entschuldigung. Hoffe, das war nicht allzu laut. Ich habe mich extra weggedreht. Ein bisschen Husten hier bekommen. Und die Geisterblume... Brauch nicht mehr lang. Ey! Ey, Camp... Was greifen die denn hier Camp Cascade an? Ey, 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 was soll das denn?
Alles an ihnen ist überflüssig. Nun gut. Wenn du das so siehst. Wenn du das so siehst. Ja, ich weiß nicht genau. Was machen die? Warum machen die hier Camp Cascade kaputt? Das ist mir immer ein guter Handelspartner gewesen. Baut euch auf. Bildet einen menschlichen Wall um diese Stadt. Ich möchte nicht, dass die da noch näher rankommen. So, hier wird erstmal menschliche Mauer gebaut. Will nicht, dass die hier Camp Cascade weiterhin angreifen können. So, der Schweber könnte hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Wir müssen diese Stadt schützen, wie mit unserem eigenen Leben. So, du gehst, du könntest hier stehen bleiben und der könnte dorthin gehen. So, ich will nicht, dass hier was zerstört wird. So, nächste Runde abwarten. Warte mal die nächste Runde ab. Und du auch die nächste Runde bitte abwarten. So, wir haben eine Questentscheidung zu fällen, meine lieben Freunde. Geheime Zutaten. Unsere neue Soma-Destillerie ist für unser Volk ein echter Gewinn. Das liegt vor allem an unserem geheimen Rezept, das nur 4 Leute kennen. Oh, okay. Die es erfunden haben und die es bewachen. Diese spezielle Soma-Mischung ist unglaublich lecker und gesund. In ihrer jetzigen Form ist sie überaus förderlich für die Gesundheit unserer Bürger. Aber wenn wir das Rezept leicht abändern, können wir es auch an unsere Nachbarn verkaufen. Oh, okay. Also entweder 10% Stadtgesundheit durch die Soma-Destillerie oder 5% Stadtkultur durch die Destillerie. Ich nehme einfach mal die Kultur. Das brauchen wir am ehesten für neue Werte. Und der Rest ist mir eigentlich egal. So, ich hoffe, die Stadt hier ist stark genug, die Einheiten hier zu zerstören. Oh, er hat übrigens... Seine Einheiten sind jetzt schon Stufe 2. Okay, die sind also jetzt doch nochmal ein bisschen besser geworden. Ich denke aber nicht, dass wir uns hier Gedanken machen müssten. So, das ist doch die... Ja. Sie hier. Ah, Mann. Alle sind jetzt feindlich. Das ist echt ein bisschen unschön. So, die ganzen Poseidons fahren dann doch nochmal erstmal hier runter, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier doch einige Grenzen im Auge behalten. Wir haben uns ein paar Feinde gemacht. Ich glaube, nur noch der Dingens hält zu uns. Feindlich, feindlich, feindlich. Nur noch Hutama ist freundlich mir gegenüber. Und wahrscheinlich auch nur, weil wir die gleiche Affinität haben. Ist schon krass. Also, ja. Auf den letzten Metern haben wir uns hier nochmal ein paar Feinde gemacht. Das interessiert mich gar nicht. Wir sind mächtig genug, dem zu trotzen. Wir bauen hier die Geisterblume. Sollen sie doch versuchen, uns aufzuhalten. Werden sie hoffentlich nicht schaffen. So, Camp Cascade hat immer noch recht viel Lebensenergie. Nicht. Mist, die haben Camp Cascade eingenommen. Das gibt's doch nicht. So, hier ist jetzt eine verlassene Siedlung. Grenzland, was machen die denn gerade? Ach so, die soziale Entwicklung, die geben uns Kultur. Hol dir mal eben schnell einen Erkunder, dauert ja nur eine Runde. Zurück zur Karte. Und dann darf ich hier im Grenzposten auch eine neue Sache wählen. 7 Xenomasse bräuchte ich, damit ich noch einen Xenotitan bauen kann. Wäre auch nicht verkehrt, noch einen Xenotitan zu bauen. Ich würde aber sagen, Energie durch Tundra. Wüste, Tundra, Wüste, Ebene. Haben nur wenig Tundra hier drumherum. Die Soma-Destillerie, die bringt ja dann Kultur. Dann holen wir uns die sonst. Holen wir uns die, dann bekommen wir nochmal einen ordentlichen Kulturschub. Die Geisterblume, 14 Runden braucht sie noch. Der Handelskonvoi kann wieder... Ah, in die Citadela könnte der jetzt gehen. Wo war der denn vorher? Auf welchem Weg war der denn vorher? Ist das ein neuer Handelskonvoi? Ach shit, der war wahrscheinlich auf dem Weg zu dem Dingens hier, was die jetzt zerstört haben, die Spinner. Ach, Mann. Okay, warte, dann würde ich den gerne nach in die Citadela... Nein, keine Handelswegplätze verfügbar. Mist. Okay, dann fahr halt zur Citadela. Leider bekomme ich selber dann nur 4 Produktionen rein.
Und ja, der Geisterblume ging dadurch nur eine Runde runter. Wir brauchen Produktion. Was ist hier? Das ist ein Berg, ein Hügel, ne? Ja, ein Hügel. Da gehen wir mal rauf und bauen da eine Mine hin. Jetzt haben die echt hier diese Scheiße. Mann, die haben die Stadt kaputt gemacht. Das nervt mich. Na gut, egal. Wir bewegen unsere Armee dann Richtung Dingens. Richtung Heimat, wo sie dann hoffentlich sich positionieren kann. Denn ich muss natürlich versuchen jetzt, das alles hier safe zu halten. Ja, wir müssen versuchen, dass wir die Geisterblume durchgepusht bekommen. Ohne, dass irgendjemand auf die blöde Idee kommt, uns hier vielleicht anzugreifen oder so. Aber ja, ich hoffe mal, dass die Gegner noch einen Funken Restintelligenz haben. Und davon absehen, sich mit uns anzulegen. Wir dürften wahrscheinlich, er soll in die Stadt gehen, um die zu befestigen. Wir dürften wahrscheinlich die größte militärische Macht hier in dieser, auf diesem Planeten sein. Gehe ich einfach mal jetzt von aus. So, die Poseidons positionieren sich, ne warte mal, ich würde die Poseidons gerne so hinstellen, dass das so aussieht halt, als ob die direkt schon mal hier den Gegner im Auge haben. So, so stehen die Poseidons jetzt hier. Der Grants Posten sieht eigentlich safe aus. Ihr könnt jetzt hier auf Bereitschaft gehen. Ja, die Siedlung ist kaputt. In Granzania wurde eine Geheimoperation aufgedeckt. Wir wissen leider nicht von wem. Das ist schade. Und ja, die Armee geht jetzt zurück. Rein in die nächste Runde. Ich hoffe, die Wogen glätten sich bald ein bisschen. Ich hoffe, die Leute können mir noch einmal verzeihen. Sonst seid ihr tot. So, wie sieht's jetzt aus? Alles easy. Alles easy, du gehst auf Bereitschaft, du gehst auf Bereitschaft. Die ganzen Soldaten, die sollen sich mal schön hier bei uns breit machen und das Gebiet hier mit ihrem Leben verteidigen. Falls irgendjemand auf die törichte Idee kommt, hier Stress zu machen, dann ist er selber schuld. So, der Digge geht hier hin, ist dann auf der Straße, da dürfte er dann recht schnell vorwärts kommen, hoffe ich doch mal. So, du gehst einfach mal hier hin. Der Erkunder geht jetzt. Der hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Ja. Das könnte eine Ruine sein, Trümmer oder vielleicht. Geh mal dahin, du gehst auf jeden Fall hier ins Grantsland. Und du gehst hier hin. Ja, laber mich doch nicht voll, ich habe schon 700 Erkundungen gemacht und du denkst, du kannst mir hier was erzählen? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Junge? So, du kannst hier mal eben schauen. Okay, alles easy hier. Und dann wählen wir gleich eine neue Produktion. Und zwar hier im Grantsland wieder. Ich könnte das Institut bauen, aber ich glaube, wir könnten hier auch... Wo ist es? Wir könnten hier auch... das eine Gebäude bauen. Habe ich das schon hier drin? Zivilmesse. Wir könnten den Verteidigungsring und so jetzt auch mal aufbauen. Notfalls, falls hier irgendjemand doch nochmal auf die Idee kommt, hier uns blöde zu kommen. Startzentrum, Stammgarten. Nee. Ich suche die Nanofarm auch nicht. Der Masseverwerter auch nicht. Institut auch nicht. Okay, nee, dann bauen wir hier die Raketenbatterien und sowas auf. Dass unsere Kampfstärke ein bisschen höher geht. Die Gegner haben hier 77 zum Beispiel in der Hauptstadt. Ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und ja, rein in die nächste Runde. Schauen wir mal, was passiert. Er möchte noch einen Befehl. Dann bau hier bitte eine Mine hin. Ist doch nicht so schwer. Nächste Runde. Zwei Runden nur noch bis zum Fotosystem. Könnte interessant werden. Dann bekommen wir nochmal ein höheres Affinitätslevel. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. So, du gehst einfach mal hier oben hin. Schweber, der gute Minotaurus. Ist schon geil, wie die hier rumschweben können. Du gehst dorthin. Du gehst auf die Geisterblume. Kann er nicht mehr, dann muss er hier lang. Langsam, aber sicher. Du gehst hier hin. Kannst dann hier dich verschanzen. So, er könnte hier mal alles im Auge behalten eigentlich so ein bisschen. Kann ja notfalls dann schnell wieder zurück in unser Gebiet gehen. So, du stellst dich hier hin, der Marodeur. Der gute alte Xenotitan. Der krabbelt hier durch die Ländereien. Du kannst dich verschanzen.
Die Xenokavallerie. Oh, die ist so schön schnell immer. Geht einfach mal hier lang weiter. Du gehst, da ist schon besetzt. Okay, dann müssen wir hier weitergehen. Da musst du nochmal eine Runde warten. Und du, mein lieber Freund, gehst dorthin. Sieht für mich aus, als ob das alles ganz gut werden würde. Ich weiß nicht, warum er sich hier sammelt. Ich hoffe nicht, dass er da irgendwelchen Schwachsinn vorhat. Falls ja, Junge, leg dich nicht mit Grants an, ne? Leg dich nicht mit Grants an. Er hat viele Einheiten da oben, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Wie die Sonne erhelle ich meine Schüler. Wie Blumen wenden sie sich mir zu und blühen auf. So, wir haben hier die Fotosysteme fertiggestellt und haben dadurch noch einmal... Der Körper erkennt Infektionen, schließt sie ein und neutralisiert sie, um so den Wirt zu retten. Dieser Planet ist unser Wirt. Für was soll er euch halten? Er soll mich nicht für eine Infektion halten. Nein, wir haben die Harmoniestufe 16 erreicht und dürfen dadurch noch einmal ein paar Einheiten verbessern. Das werden wir auch gleich einfach mal tun. So, du könntest hier runtergehen. Gehst dann auf Verschanzen. Nur mal so, falls irgendjemand auf die Idee kommt, hier anzugreifen, möchte ich natürlich, dass die Geisterblume hier geschützt ist. Abbrechen, die Geisterblume wird hier weitergebaut. So, er geht dorthin, verschanzt sich dann, er geht hier runter und verschanzt sich. Er geht hier hin, er geht dorthin und der Xenotitan, müssen wir mal schauen, wo geht der denn hin? Ich würde mal sagen, der stellt sich hier einfach zu meinem Minotaurus. Da stehen die schon recht gut, die Kavallerie. Ah, die ist so schön schnell. Dann auch noch mit der Straße, da geht einiges. So, der Erkunder... Die bleiben da stehen, die bleiben da stehen. Ich kann da nicht hin. Okay, dann musst du eine Runde warten, mein lieber Erkunder. So, du gehst in die Stadt. Und verschanzt dich. Und er verschanzt sich hier. So. Er kann sich hier verschanzen. Und wir haben hier einen neuen Handelskonvoi, der wieder ins Grantsland fährt, um dort die Produktion ein bisschen zu pushen. In 9 Runden ist die Geisterblume fertig, Leute. So, du kannst dich hier verschanzen. Boah, geil, geil, geil. Und wir dürfen nochmal hier die Heuschrecke zum Würger verbessern. Bekommt nochmal ordentlich Fernkampfschaden, bekommt nochmal Reichweite und 40% bei Luftraumsäuberung. Das ist schon mal nice. Was könnt ihr jetzt noch kriegen? 30% Chance, die Angreifer zu verdrängen. Oder 25 Trefferpunkte Heilung nach der Vernichtung einer feindlichen Einheit. Ich würde sagen, das nehmen wir. Und damit ist der Würger jetzt 90% bei Luftraumsäuberung. Ist schon heftig. Das ist schon heftig, kann man nicht anders sagen. Fotosysteme. Lass uns nochmal hier eine Forschung wählen. Also wir haben so gut wie alles an Forschung. Hier unten wird es noch was geben. Das ist aber noch ganz schön weit weg. Und hier wird es noch was geben. Da muss ich aber auch erst hier zur Fabrikation, Kybernetik und dann hier die Meta... Das Metamaterial. Wow, das Gebäude. Tektonik-Amboss. Kostet 5 Geothermie, aber hat 9 Produktion. Die Stadt benötigt einen Canyon. Das ist geil. Das ist schon krass. Dunkles Netzwerk. Nee, ansonsten, wo ich was gesehen habe, was wir schnell erreichen können, ist hier oben. Wir brauchen die Synergetik. Die ermöglicht uns die mikrobielle Mine. Die soll ich ja sowieso bauen, falls die Quest überhaupt noch aktiv ist. Frische Proben. Feindliche Übernahme. Zerstören Sie statt Banu Musa. Warum soll ich denn Banu Musa zerstören? Nein, ich kann doch nicht meine ganzen Handelspartner hier zerstören. Die bringen mir so schön viel. Und gleich ist diese Stadt hier auch dem Erdboden gleich gemacht. Das freut mich. Dann geht unsere Gesundheit auch nochmal hoch. Und wir haben hier endlich ein bisschen Ruhe. Und die Citadela, die behalten wir. Als Triumph über die Südamerikaner und als Zeichen für die anderen Völker des Planeten hier, dass sie sehen, ey, legt euch besser nicht mit Grants an. Wenn der einen schlechten Tag hat, dann, ja, seid ihr tot. So, er, der Xenotitan, kann sich hier verschanzen. Ihr verschanzt euch hier auch. Alles um die Blume herum wird natürlich sich hier verschanzen. Die Xenokavallerie könnte hier mal so als Außenposten fungieren. Ja, ja, renn da mal hin. Und hier im Grantsland darf ich eine neue Produktion wählen.
Da würde ich doch mal fast sagen, machen wir nochmal hier ein bisschen auf Verteidigung, holen uns den Verteidigungsring auch noch. Welche Einheit braucht noch Befehle? Ah, der Handelskonvoi. Der Handelskonvoi kam aus Grand Sarnia und wird dort auch wieder hingehen, einfach nur damit ich hier schön die Produktion gepusht bekomme. Der geht da nicht weg, okay. Der will das scheinbar für sich selber haben. Dann müssen wir ihn da halt runterschießen. Nein, Quatsch. Mit den anderen möchte ich mich nicht anlegen, auch wenn es kein Problem wäre. Aber das sind halt unsere Freunde. Und warum sollten wir die jetzt auf einmal angreifen? Das macht für mich keinen Sinn. Die Südamerikaner, mit denen hatten wir eh die ganze Zeit Stress. Das war legitim, dass wir dort nochmal einen Krieg vom Zaun brechen. Aber jetzt muss auch mal gut sein, würde ich sagen. Jetzt muss auch mal gut sein. So, ein neuer Handelskonvoi, der wieder nach Grand Sarnia geht, um dort die Produktion zu pushen. Ja, sehr gut, Grand Sarnia, 8 Runden noch. Oh, er hat sich zurückgezogen, das heißt, ich kann hier jetzt rauf und kann hier die Expedition starten. Und ich darf noch einen neuen Wert entwickeln. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das da unten voll bekommen, würden wir nochmal 10% auf alles bekommen in jeder, das heißt zwei Sachen. Das heißt, oh, ich muss die beiden hier freischalten. Das wird schwer, das heißt, ich muss hier durchgehen. Was bekommen wir hier? Kostenlose Affinitätsstufe. Okay. Was würde ich hier oben bekommen? 10% Produktion in der Hauptstadt ist auch nicht schlecht. 5 Energie in der Hauptstadt oder 25 Produktion für Gebäude, die bereits in der Hauptstadt gebaut wurden. Das ist auch nicht schlecht. Was bekommen wir hier? Gesundheit für jede Handelseinheit unter ihrem Befehl. Ja, ich muss das quasi machen, damit ich hier runtergehen kann. Was natürlich schade ist. Also ich könnte auch hier die Orbitaleinheiten bla bla bla, aber da fehlt mir das dann nachher eh noch. Deswegen holen wir uns meinetwegen die Gesundheit einfach mal. So, wir haben hier oben jetzt immerhin freigeschaltet 10% Produktion in jeder Stadt. Das ist auch schon mal ein bisschen was wert, möchte ich meinen. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, denke ich. Und gehen wir in die nächste Runde? Nein, 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 nein. Wir machen an dieser Stelle dann erstmal einen Cut für heute. Die Folge ist schon wieder sehr lang geworden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Civilization Beyond Earth. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.